Okay, shit, wir können also nicht... Wo bin ich? Warum ist hier alles so rot? Hilfe? Lass mal an die Oberfläche. Hilfe? Was? Tschüss! Meine Seemotte ist kaputt. Was war das denn? Was war das denn? Oh, ich bin da nicht eingeladen. Zur Party, scheinbar. Da ganz da unten ist Nemos Party, okay. Motte, no! Echt so. So eine Scheiße. Alter, super gefährlich in der Nähe der Aurora. Alter. Das war ja krass. Was war da denn los? Okay, wir kommen also so noch nicht weiter. Okay. Boah. Boah, was war das denn? Krass. Puh, okay. Shit. So, erstmal hier rein. Stimmt, wir haben hier ein weiteres Signal bekommen. Das vielleicht bringt uns das weiter gleich. Erstmal müssen wir uns heilen. Dann schauen wir mal, was das Signal so kann. Rettungskapsel 12. Oh. Signal location uploaded to PDA. Wahrscheinlich brauchen wir jetzt dafür die Motte, oder? So. Wo haben wir es denn? Rettungskapsel 12. 250 Meter. Nee, auch nicht. Die Motte kommt, das kommt auch nicht hin. Das kann doch nicht sein, oder? Okay. Unter dem Meer. Danke für den Clip. Boah, danke. Das war bestimmt mit dem Aal, ne? Oh, voll krass, echt. Das war aber schon... Uja. War schon krass. Correct Amorphous Oyster Philosopheraptor. Ja. Dieser Link beschreibt es ganz genau so, wie es ist. Der Gesichtsausdruck. Oh Mann. Hey, das geht so nicht. So. Kupfer. Ich dachte gerade, da ist nichts drin. Toll. Okay, dann erstmal wieder zur Hauptbasis, schätze ich. Was machen wir denn jetzt? Puh, was machen wir denn jetzt? Leute, was machen wir denn jetzt? Was ist hier wieder los? Ha? Wie kommen wir denn da runter dann? Wir müssten mehr Dinge finden, ne? Finden wir aber nicht. Wir waren noch nicht... Oh, es gab die Melonen auf der Insel. Ich muss die Insel nochmal finden und die Melonen abfarmen. Das wäre schon mal gut für den Garten auf jeden Fall. Das nehme ich mit. Das können wir schon mal machen. Das ist doch schon mal was. Ha, scheiße. Was brauchen wir da eigentlich? Eine Batterie für diese Fangkugel da, okay. Für einen Pokéball. Okay. Ab nach Hause. Welcome aboard, Captain. Danke. Wie sieht's aus? 725 Energie. Sie ist komplett voll. Nice. Wie sieht's hier so aus? Ja, passt schon, ne? Lass mal hier Titan herstellen. Dann was zu essen. Ja. Okay. Wäre das Wasser besser und nasser, als es hier wäre? Unter dem Meer. Das ist schon echt cool mit den Glasfenstern. Die Basis ist hübsch geworden. Ich sag's, wie es ist.
Ja, gut. Also ab in den Garten oder so. Schauen wir mal, was hier abgeht. Ich möchte nochmal ein Dings bauen. Das hier, Tauchdock, weißt du, Bestandteile unbekannt. Wir müssen die Bestandteile noch finden. Das wäre super geil. So. Basisbefestigte Luftpumpe? Nee, nee. Warte mal. So, ich hätte es da gerne. Da drauf. Geht nicht? Ist das ein Algenfeld oder was? Hey, wieso kann ich das da nicht hinbauen? Hallo? Ah, hier geht. The fuck? Ja, von mir aus dann halt hier hin. Steht bestimmt ein bisschen in der Luft jetzt, aber was soll's. Und da drei dumm aussehen, mach ich natürlich nochmal ein viertes hin, ne? Ah, da geht es so. Hä, warum? Upp. Sieht bestimmt ein bisschen doof aus, denke ich. Ne, geht sogar. Geht. Ja, ach, ja. Ja, was auch immer. Egal. Ja, ist okay. Ist egal. Vier Beete sind wichtig. Warum auch immer das... Hey, das verstehe ich aber nicht, warum das nicht näher hingebaut werden konnte, echt. Egal, jetzt haben wir hier so vier Beete. Das ist voll gut. Pflanzen können wir natürlich gerade... Achso, doch, können wir sogar. Ich mache mal Folgendes. Wie viele Samen haben wir? Vier. So. Da können direkt wieder welche nachwachsen. Sehr schön. Und jetzt müssen wir mal... Muss ich jetzt wirklich eigentlich eine komplett neue Seemotte basteln auch? So, wahrscheinlich schon. Wenn ich jetzt hier so hingehe... Ja, tatsächlich. Boah, das ist krass. Oh! Da hatten wir nicht lange was von unserer Seemotte. Scheiße. Na gut. Shit. Shit happens. Hier ist ja eine Insel. War das... Das ist die Insel mit der Ruine, gell? Wo ist denn die andere Insel? Das war nicht die Insel. Ich brauche die andere Insel. War die da hinten irgendwo? Die hat sich mit einem lauten Knall verabschiedet, echt so. Die wurde einfach aufgegessen auch. Hm. Wo ist denn die andere Insel? Ich höre schon wieder nichts Gutes, glaube ich. Oh. Hey, geh weg! Geh weg! Pfui! Ah, da unten. Da ist wieder so ein Riesenwesen. Die sind so cool, echt. Boah. Atmosphärisch ist das halt so genial, dieses Spiel. Rote Wiege. Ein kleiner Fischschwarm. Ey! Ich check wirklich nicht. Stacheln? Junge, das sind schießende Kaktuspflanzen! Willst du mich verarschen? Was ist denn das Ekliges? Drum verrecken wir andauernd, weil die mit irgendeinem Scheiß schießt. Was sind denn das für Sniperpflanzen? Wie frech ist das denn? Oha. Ja, das ist ja dumm. Warum sterben wir so willkürlich? Was für ein Schmarrn. Na gut. Voll krass. Finde ich jemals die andere Insel? Ich weiß wirklich nicht mehr, wo die war. Da war gutes Gewächs drauf. Das... Was ist das? Ist das nicht wieder eine andere Insel?
Das ist ja die Insel, oder? Kann man eigentlich Knollenbaum? Tigerpflanzensamen. Richtig angepflanzt, wenn ein reifes Exemplar dieser Pflanze gut gedeihen. Du, da habe ich gar keinen Bock drauf auch. Die schießt mich ja nur ab. Was will ich damit? Was ist denn das jetzt? Hey, ich kann den Knollenbaum essen. Außerdem, was ich eingestellt habe, was auch geht in den Optionen, ist, wenn wir im PDA sind, wird das Spiel ja dann tatsächlich pausiert. Das kann man einstellen. Da bin ich sehr froh drüber. Wirklich. Weil davor, du konntest im PDA angegriffen werden. Dein Leben und Nahrung ging alles runter. Komplett doof, wenn du hier ganz gechillt hier ein bisschen nachgucken wolltest, was. Und, oh, das gibt ja richtig gute Energie, alles. Das habe ich mal eingestellt, dass es pausiert ist. Knollenbäume. Noms. Boah, krass, wie die mich füllen. Das ist ja der Wahnsinn. Kann man das auch essen? Nö. Dann will ich es nicht. Nehme ich nochmal ein paar mit, ne? So, hol die Funzel raus. Oh, das sieht... Ey, das... Gerade neben der Kanone hier, das sieht so krass aus, echt. Ich wollte mal so einen Ionenwürfel hierher mitnehmen. Weiß nicht, ob das was bringt. Vielleicht bringt das was. Hm. Da sind aber auch wieder diese Alien-Viecher, ne? Genau, da ist irgendein Raum. Da sind so Würfelräume. Was, so finster, echt. Okay. Ich will eigentlich nur außen rum. Wie weit runter? Fresse. Wie weit runter kann ich mit diesem Tauchanzug? Frage ich mich. 180, 190, 200. Der Taucheranzug hält mehr aus als ein U-Boot. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ja, dann können wir ja doch schon zum Wrack. Oh mein Gott. Hätte ich nicht erwartet. Wenn das U-Boot nicht auf 200 Meter geht, hätte ich nicht erwartet, dass ich auf 200 Meter schwimmen kann. Was ist das denn? Rechnet doch keiner mit. Was ist das denn? Ja gut, dann können wir ja hin, ne? So ein Schmarrn. Was ist denn das für eine Luke? Ah, okay, keine. Für was dann die Seemotte im Moment? Mega unnötig. Ja, ist halt schnell und so, ja. Und cool und so. Was ist... Können wir hier irgendwo rein? Was ist so krass? Hier, genau. Hier ist nämlich diese Luke. Boah, echt. Das ist der Wahnsinn, echt. Erinnert mich ein bisschen an meine Minecraft-Basis. Habe ich, glaube schon mal gesagt. Hm. Dann ist hier wieder was. Das ist wieder so ein komisches Portalgedöns. Hm. Was ist das? Oh, das liegt ja sogar auf dem Weg. Aber unsere Batterie ist gleich leer. Ich hätte eine mitnehmen sollen, ehrlich gesagt. Scheiße. Den Rest schwimme ich. Scheiße, das dauert, bis wir wieder zu Hause sind. Wo wie jetzt nur die Kanone da ist. Wo ist die Insel? Hä? Insel? Hm. Wie weit weg? 1000. Hauptbasis 600 Meter. Da geht ja noch. Geht ja noch. Was so blöd, das ist so aufgeploppt. Wir gehen mal zur Rettungskapsel 12 jetzt auf jeden Fall. Auf den Meeresboden gesunken. Ja, das kriegen wir schon hin. Kriegen wir schon hin. Einfach schwimmen. Was ist das?
Was fliegt da in der Luft? Hä? Oh, süß. Oh, dieses Riesenschiff. Da bin ich gespannt, wenn wir da mal hinkommen. Na dann, ab dafür. Wie sieht es denn hier so aus? Was ist... Das sind Gebirge dort vorne, ne? Das ist ein Riesenpopel, eine Riesendiskokugel. Voll der Berg. Oha. Oh, was schwimmt denn da rum? Oh, es macht Elektrizität. Ich glaube, das ist gefährlich. Ich glaube, hier kommen wir in gefährliche Gebiete langsam. Da vorne ist es. Das wird jetzt richtig spannend, weil ich einfach keine Energie mehr habe in dem Ding. Außerdem ist mir aufgefallen, ich habe einen Stream nachgeschaut vor 2 Jahren, ne? Wir haben jetzt unten bei den Icons, haben wir ja so an der Seite so Energieleisten. Man sieht das richtig. Die gab es früher gar nicht. Es wurde dazu gepatcht. Super praktisch aber auch. Echt. Sind wir da? Wir sind quasi... Oh, das wird echt heftig gleich. Weiß nicht, ob ich das schaffe. Strahlung auch noch. Ja! Hey, das ist ja geil. Der will, dass ich mit dem Strahlanzug eigentlich runtergehe, ne? Und mit der Motte womöglich, keine Ahnung. Scheiße, ich weiß nicht. Oh, was? Vor allem das Komische ist, ich kann bessere Ausrüstung craften, aber ich kann sie nicht, ich darf sie nicht herstellen. Voll seltsam. Ja, scheiße. Und jetzt Strahlung. Ja, okay, das schaffen wir nicht. Wir werden so sterben einfach. Vulkanische Aktivität auch noch. Alter, was? Oh mein Gott. Hilfe! Nimm es! Nein! Hä? Hä? Ich habe nicht mal gesehen, dass mein Leben raus ist. Hallo Anna! Wir sind gestorben. Ja, das schaffen wir nicht, habe ich gehört. Wir könnten es schaffen, wenn wir richtig... Nee, wir können es gar nicht schaffen. Nee, wir können es nicht schaffen. Oha! Krass! Oh je, wie sollen wir das machen? Du hast ein paar Gegenstände verloren, tatsächlich. Was hatte ich denn großartig? Knollenbaumprobe verrottend. Oh. Essen. Gib wenigstens noch Wasser. Na ja, gut, dann sind wir jetzt erstmal wieder zu Hause. Ist auch okay. Dann kann ich nämlich das mal aufladen hier. Ah, schade, echt. Die Motte kommt ja auch nicht hin. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Hä? Okay. Und das kann ich nicht koppeln oder so. Na gut, schauen wir hier mal ein bisschen rum. Also, Stoßkanone bewirkt eine Stoßkraft auf Objekte in Reichweite. Auch cool. Hier, ich habe Tauchflasche mit ultra hoher Kapazität. Da brauche ich eine Tauchflasche mit hoher Kapazität. Bla, habe ich alles und Lithium habe ich alles und so. Aber ich darf es dann letztendlich nicht herstellen und das ist super seltsam. Ach, Modifizierungsstation steht da ja. Wahrscheinlich brauche ich das. Aber ich glaube, sowas habe ich nicht. Scannerraumerweiterungen, okay. Sichtfelderweiterung, okay. Okay. Ah, jetzt, ich glaube, ich brauche sowas. Tauchdock, 1 von 2. Oh, Mist. Na, du Pups, alles gut. Ja, es ist alles in Ordnung, du Oberpups. Nee, alles gut soweit. Hoffe bei dir auch. Schön, dass du da bist. So, was ist das? Lebensform Zuchtbehälter. Ja, da können wir züchten. Können wir jetzt aber auch noch nicht.
Okay, ich brauche also eine Modifizierungsstation. Was ist das? Ach so. Okay. Nahrung, Wasser, Elektronik. Ich habe das Gefühl, wir müssen erst noch Dinge finden. Schade. Na gut. Dann. Einheimische Lebensform, geologische Daten. Schief auf. Ach so. Na gut. Shit. Und die Insel mit den Melonen und so habe ich jetzt auch nicht mehr gefunden. Was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt? Ah, mein linkes Auge zuckt. Was ist denn das? Hör auf zu zucken. Das ist voll dumm. Hier unten so das Augenlid da in meinen Muskeln. Kennt ihr das? Dass das rumpocht, so rumzuckt. Mega nervig gerade. Boah, richtig dumm. Soweit schon. Hab morgen meine Fahrschulprüfung. Hab sehr Schiss. Oh, viel Erfolg. Das packst du schon. Fahrschulprüfung. Ey, voll. Ich drück dir voll die Daumen. Und mein Gecko-Schwanz. Alles, was ich habe. Das packst du schon. Viel Spaß, viel Erfolg. Okay, das ist nur das. Das ist, glaube ich, ein Kommunikator aufgestellt. Und dieses Zucken ist ekelhaft. Ja, es ist komplett dumm. Echt, wenn es da so. Das ist so. Oh, echt. Ich hoffe, ich habe so Angst. Da brauchst du doch nicht so viel Angst haben. Ich weiß auch jetzt nicht, wie ich dir die Angst nehme. Einfach davor tief durchatmen. Wirklich. 5 Atemzüge nehmen und dann ist man schon ein bisschen cooler drauf. Vielleicht hilft das ja. Aber das packst du, Anna, echt. Ich glaube da voll an dich. Blei. Irgendwie fehlt irgendwo, irgendwem, irgendwas. Saß. Ey, jetzt im Moment. Also, ich gehe mal. Ich habe doch da was. Ionenwürfel, oder? Wie ist denn das mit den Ruinen da jetzt eigentlich genau? Ionenwürfel? Ich nehme das mal mit. Jetzt gehen wir nochmal. Hey, ohne Scheiß, ich brauche eine Boje. Wobei eigentlich nicht. Kann ich mir schon merken. Bin Augenoptikerin? Wusste ich, glaube ich, auch noch nicht. Habe aber keine Ahnung, woher das das Zucken kommt. Ich google das jetzt. Ich glaube, wenn es auch übermüdet ist, vielleicht Magnesiummangel. Wäre jetzt so meine Hints. So. Ja, guck mal, die Insel ist sofort hier, verstehst du? Da brauchen wir, glaube ich, wirklich keine Signalboje. Das ist Schwachsinn. So, ich habe das jetzt mal mitgenommen. Ich weiß aber nicht, ob wir das einsetzen können. Überlastung, Schlafmangel. So, Überlastung eher nicht, denke ich. Vielleicht ein bisschen Schlafmangel. Das kann sein. Jetzt müssen wir mal wieder. Ja, so dunkel hier alles. Hallo, hallo? Okay. Da war doch. Nein, ey, man springt halt nicht mit B, sondern mit X. Warum? Warum? Ist denn der Weg da? Hier. Aber wo war die andere Insel? Oh, ist ja richtig gefährlich da hinten, echt. Das können wir gar nicht aufmachen. Bin noch in der Ausbildung, habe im Sommer meine Gesellenprüfung. Boah, voll cool. Auch da viel Erfolg. So. Kann aber von zu viel Koffein oder Bildschirmarbeit kommen. Ja gut, Koffein. Das kann es zum Beispiel jetzt mal nicht sein gerade. Da kann es mehr getrunken. Bildschirmarbeit, ja, ich meine, ja. Das kann auch wieder sein. Warte mal, jetzt mal ohne Scheiß. Wird es vielleicht.
zerlegen wieder. Danke. Was für ein Scheiß. Hier müssen wir doch nach links gleich, oder? Also halt hier, ja, genau. Und jetzt bin ich gespannt. Können wir jetzt hier was einsetzen? Stand da Ionenwürfel? Krass! Aber wo haben wir denn bitte die Ionenwürfel her? Wir haben das Stargate geöffnet. Boah, da gehen wir durch. Jetzt bin ich gespannt. Komm, wir speichern mal lieber. Magic. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Wo kommen wir an? Ich warte mal, bis oben links Spielstand speichern weg ist lieber. Okay. Oh. Berühren. Die Matrix, ich wusste es. Wo reisen wir jetzt hin? Vielleicht hätte ich das im Turm nehmen sollen, eher. Oh! Was? Wo sind wir? Ah, die... Okay, das Gegenstück ist dann auch aktiv. Das ist wichtig. Das ist gut. Was bist du denn? Gefleckte Klapper! Okay, keine Ahnung. Tot! Nee, Spaß. Das wär sehr witzig gewesen, ja. Einfach tot. Einfach in Lava gefallen dann. Pinke Kappe. Hey, voll süß, Pilze. Wo sind wir denn jetzt? Krass. Also ein Schnellreisesystem auf diesem Planeten. Bestimmt auf einer komplett anderen Insel. Hier würde ich jetzt gerne eine Boje aufstellen, damit ich wüsste... Wobei. 2 Kilometer weit weg. Ui. 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 Uff. Das hätte ins Auge gehen können. Okay. Glück gehabt, ja. Ja. Aber sowas von. Was sind hier für Höhlen? Ich gehe mal hier durch. Voll tropisch. Eine Tropenbase aufbauen. Das sind überall Pilze. Das Schwammerl-Schlaraffenland. Mhm. Voxelstrauch. Okay. Ich bin hinten. Ich bin von der Aurora hinten. Ich bin ja komplett auf der anderen Seite jetzt. Ach, verrückt. Schöne Leuchtbäume. Ach, das ist ja crazy. Cool, wir müssen noch mehr so Portale aktivieren, echt. War aber im Turm, oder? In der Waffe? In der Kanone? Orangenpilz. War doch schon auch eins, wo man erst einsetzen hätte können, oder? Orangenpilz, was machen die denn? Keine Ahnung. Kann man das essen? Orangenpilze. Ich habe nicht mehr viel im Winter. Wo geht's denn? Moment mal, was? Wir sind doch wieder hier? Wir sind doch wieder hier, wo die alte Basis ist. Wir waren doch auf der anderen Seite der Aurora. Ach so, also doch. Shit. Verstehe. Aber jetzt haben wir es ja dann wieder gefunden. Cool, dann können wir vielleicht Melonen jetzt mitnehmen. Guck mal, der Pfad, der kommt mir direkt auch schon wieder bekannt vor. Ja, jetzt kenne ich das hier wieder auch. Ach, das ist Wahnsinn, wir waren einfach hinten. So, hier das alte Stück Basengedöns. Ja, guck, das kennen wir noch. Laternenfrucht sammeln. Ich weiß nicht mehr, was die macht. Kann man die essen? Oh, die kann man essen. Gut. Kann ich Samen daraus? Kann ich hier? Nein. Scheiße.
Na gut. Na gut, wir sind also wieder hier. Ja gut, jetzt brauchen wir es auch nicht mehr. Jetzt können wir schnell reisen. Jetzt brauchen wir auch keine Signalboje mehr, oder? 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 Hm, weiß nicht. Hm. Wir können jetzt eh keine herstellen auch. Wir müssen da runter, genau. Wir müssen unbedingt da runter. Sam, der Zulise. Anne. Was ist denn da los? Ist so? Samen. Ja. Aua. Hier, guck mal. Marmormelonen und chinesische Kartoffeln. Nein, ist mein Inventar voll. Lol. Komm, egal. Scheiß da drauf, dann nehmen wir lieber die Melonen mit. Oh, jetzt habe ich die Melone an sich gesammelt, ne? Muss ich die so zerhackstückeln? Wie kriege ich die Samen? Ja, jetzt habe ich die Samen davon. Perfekt, jetzt können wir uns das nämlich anpflanzen. Geilo. Hoppla. Hä? Oh, 14 und 12. Mega gut. Das pflanzen wir uns zu Hause so an. Marmelmelo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 mel
Was kann das Feines? Ist das was Tolles? Hier, Observatorium. Basissegment mit 360 Grad Rundumsicht und sehr geringer struktureller Integrität. Für, emailliertes Glas wieder mal, alles klar. Das ist weiterverarbeitetes Glas. Aber das ist ja mega. Einfach eine Glaskuppel, einfach für Aussicht. Basissegment einfach nur, okay. Ja, aber das ist ja mega cool. Da muss ich schon irgendwie aufbauen, ne? In meiner geilen Base. Ausgerechnet das Spiel. Das triggert so. Das triggert dich so, ne? Ich erinnere mich. Hallo Schwesterherz, ich hoffe, dir geht's gut. Aber wir sind ja gerade gar nicht unter Wasser. Alles cool. Ja, das ist schon, das ist... Warte mal, Moment mal. Ich sehe da was Krasses. Ein Scheinwerfer! Ja! Scheinwerfer! Eine dauerhafte Lichtquelle zum Anbau an bestehenden Basen und Einrichtungen schwenkt selbstständig in einem Bogen von 180 Grad. Bewegungsmelder erfasst sich bewegende Objekte in der Nähe, bezieht Elektrizität von der Hauptenergiequelle. Cool. Mega cool. Scheinwerfer. Das möchte ich auf meine, an meiner Hauptschleuse anbauen. Auf jeden Fall. Boah, man muss so genau gucken hier, echt. So viel Scan-Zeug. Gefleckte Klapper. Bub. So, wenn ihr unten rechts ein Scan-Zeichen seht und ich habe es übersehen, gebt mir echt Bescheid. Gerade bei Gegenständen, Leute, echt. Da dürft ihr mir auf jeden Fall Bescheid geben. Wir müssen jetzt auf jeden Fall wieder runter. Und zwar richtig weit runter. Ich würde gerne wieder schnell reisen, weil, glaube ich, unsere Kartoffeln und alles verschimmeln. So allmählich. Das macht Spaß, oder? Es macht unfassbar viel Spaß. Ich habe mich da plötzlich festgesucht. Darum bin ich heute mal so komplett spontan live, weil ich einfach Bock... Ich habe so Bock gerade. Es macht so viel Spaß, das Spiel gerade. Wahnsinn. Sheesh. Digga. Richtig. Kann ich hier wieder runterspringen? Huja! Puff! Oh, Alter, krasse Geschichte. Wo ist denn eigentlich das Tor? Wir sind ja runtergefallen. Scheiße, wo ist eigentlich das Tor? Wo ist eigentlich das Tor? Wir sind da lang gelaufen. Und von da, glaube ich, runtergefallen. Schöne Pflanze. Wo ist das Tor? Ich muss das finden. Es ist, glaube ich, auf der Seite. Hier, glaube ich, rechts irgendwann. Ich glaube, es müsste... Hier irgendwo... Wir müssen nur den Höhleneingang finden. Ich kann Walljump? The fuck? Hier sind gerade Pflanzen zum Scannen, das möchte ich aber nicht. Also wir kamen ja von da. Das müsste hier sein. Das müsste hier irgendwo... Hä? Ich höre es doch schwurbeln. Oder nicht? Sind wir hier drüber? Hier sind wir nicht drüber gegangen, ne? Oder? Moment mal. Hier ist die Aurora. Das müsste doch irgendwo auf der Seite hier irgendwo sein. Hier.